Ah ja, so, jetzt läuft die Aufnahme hervorragend. Wer ist er denn? Wie dem auch sei, was ist eigentlich aus Planet Side 2 geworden? Also das Ding ist, ich habe nicht wirklich Zeit gehabt, Planet Side 2 in letzter Zeit viel zu spielen. Aber es gab immer noch zwischendurch ein paar lustige Patch-Notes fürs Spiel. Und die möchte ich euch jetzt nicht ganz vorenthalten. Und ich habe mir kurz mal geguckt, bevor es hier losging. Ah, meine super tolle Freund-Fantas, alle offline, wunderprächtig. Nee, und zwar, es hat sich ein bisschen was geändert. Und das Menü, das gab es ja vorher. Zeigen sie ganz toll, wie toll man Membership kaufen kann. Die Boost gab es ja auch schon immer. Es gibt bei der Bewaffnung, gibt es jetzt anscheinend doch ein paar mehr Waffen mehr. Es gibt irgendwie Camouflage. Und vor allen Dingen kann man sein eigenes Aussehen jetzt ganz toll verändern. Man kann sich irgendwie tollen Helme kaufen. Ich habe natürlich wieder keine, weil ich, das wäre mir kostet so eine komische Station Cache. Ja, ich weiß nicht, ich weiß auch gar nicht, wie es mit Aktivitäten Pendant Set aussieht. Was ich halt nicht gut finde, ist, es gibt Waffen, die man sich nur für Echtgeld kaufen kann. Warte mal hier, gut, das ist ein schlechtes Beispiel. Hier bei den Pistolen war es. Genau, hier kann man sich nämlich die meisten, die. Oh, warte mal. B. Okay, gut, vergesst das, was ich gesagt habe. Ich habe mir das vorhin nicht richtig angeguckt. Anscheinend nur die andersfarbigen Waffen kosten Echtgeld. Was ich aber trotzdem wie dreist finde, oder ist das Ding irgendwie besser? Ja. Ja. Da kann man die nicht vergleichen miteinander. Ja, verdammt. Warte mal, wenn ich das Ding anklicke, dann kann ich ja auch vergleichen. So, was haben wir denn hier? Okay, gut, ich habe nichts gesagt. Also alle Waffen sind immer noch für Normalgeld erreichbar. Außer, dass man hier irgendwie die ganzen Slots nur hat, wenn man hier irgendwie, was, Depot Custom Loadout? Unlocked in the Depot? Mhm. Ich habe keine Ahnung, was das Depot ist. Was es zusätzlich noch gibt, jetzt bin ich natürlich ein bisschen doof rumgeladen. Es gibt jetzt eine virtuelle Teststrecke, in der man die ganzen Waffen ausprobieren kann. Ich habe leider, die gab es schon lange Zeit vorher. Und zwar waren das ja genau das VR-Training. Das sieht ja nicht ganz lustig aus. Da kann man sich dann alle Waffen leisten, die es dann irgendwie so gibt. Beziehungsweise man kann die sofort alle haben. Dann kann man hier das lustige Rumballern üben. Das Ding ist bloß, ich habe das, warte mal, oder kann man hier Depot-Lockouts, ist das hierfür gut? Ah, Moment, wo waren hier diese dummen Loadouts, auf jeden Fall kann man hier jedes beliebige Equipment nehmen und das ist aber ganz toll, toll und, ah ja, genau, Custom Loadout, ah ja, man kann hier auf jeden Fall sich jede Menge Zeug zusammenbauen und, das ist alles wunderprächtig, zumindest um mal Waffen zu testen, ist das hier ziemlich gut, dann gibt es hier auch noch so eine lustigen Dinge, wo man Schießen üben kann, alles ganz wunderprächtig, ja, so viel dazu. So, wo ist denn hier eigentlich gerade Krieg? Wer bin ich denn? Ich bin bei der TR, also das ist wahrscheinlich da am besten, wo am wenigsten ist. Ne, ich möchte nicht in die Q. Dann gehen wir halt auch mal Isamir. Naja, gut. Naja. Mal schauen, ob ich hier noch ein bisschen Gefecht habe, wenn wir ein bisschen zu reden, weil eigentlich. Warum ist denn das hier nicht so hell? Nur weil es hier ein Eiskontinent ist. Wie schaut es denn hier aus mit der Verbreitung? Also ein bisschen am Interface hat sich auch was geändert. So minimal, das sieht jetzt vielleicht nicht. Ja gut, dadurch, dass eigentlich die TR hier gerade so viel Macht hat, müsste ja eigentlich da wo es nicht so doll viel Macht ist, müsste es auch nicht Krieg geben. Ich kann immer noch nicht besonders gut fliegen, muss ich dazu sagen. So ein Moskito, kann ich hier nicht was ändern? Ja, das. Den Skin habe ich übrigens nie gekauft, dass das hier so dieses komische Rot ist. Das hatte ich einfach. Egal, so fliegen kann ich übrigens immer noch nicht, weil ich habe immer noch keinen Joystick. Aber gerade im Hinblick auf Battlefield bin ich ja wirklich sehr versucht, mich mal wieder in mich einen Joystick fliegen. Aber waren das hier mit der Außenperspektive C? Ich weiß nur, dass eh aussteigen war. Oder war das hier F2? Nee. Gab es hier überhaupt eine Außenperspektive? Ich glaube nämlich nicht. So, wir waren das hier. Needler, Hellfire Walkers. Genau, dass sie das Menü da unten gemacht haben, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen hässlich. Oder wir gehen am besten erstmal in. Wir waren denn hier? Ach genau, hier war der Speed. Für mich selbst ist das Spiel nämlich auch ein bisschen. Ich kann nicht mehr alles hier drin. Also, es gab eine Zeit, dann habe ich, da ich Planet Side relativ regelmäßig gespielt. Ach, es gibt hier noch die Straßen. Das ist natürlich schön. Wo bin ich denn? Ich bin da. Wo wollen wir denn hin? Fire M Station oder. Ach komm, fliegen einfach zur Fire M Station. Aber man konnte doch sich hier um für Ziele setzen. Das war doch hier. Genau. Set Personal Point. Ich könnte natürlich jetzt einfach irgendeinen Random Squad beitreten. Ja, 1900 Meter noch. Ah, das liebe ich ja so an Planet Side. Also, das mag ich wirklich sehr an dem Spiel. Also, einer der Gründe, warum ich Planet Side selber so wenig spiele, ist, dass ich ja niemanden habe, mit dem ich das spielen kann. Also, mein privaten Freundeskreis. Das, da kommt halt ja nicht so ein richtiges Feeling bei rum und den, also ich bin ja auch mehr oder weniger in so einem Multigaming-Clan, also mehr oder weniger eher inaktiv, weil ich gerade selber ein wenig Zeit habe, um da mal wirklich mitzumachen bei Clan-Events. So, was ist denn jetzt hier der Krieg? Ich sehe hier gar nichts. Ich habe ja ein bisschen Angst, dass ich hier gleich, ne, das ist ein Freund. Oder? Ja, das ist ein Freund, ja. Hm, ich denke, hier ist Krieg. Da merke ich gar nichts. Ja, das Schöne am Planet Side ist, die Flugzeuge können gerade fliegen. Aber wahrscheinlich werde ich gleich abgeschossen. Ach, hier ist wahrscheinlich Bodenkampf. Warte mal, hier wird es doch sicherlich feindlich. Ja, hier gibt es Feindfahrzeug. Oha. Ach ja, der hat eine Skyguard. Ja, gut. Er hat auch gar keinen Schaden genommen. Ich hätte mal wahrscheinlich lieber auf den komischen Auspackpanzer da schießen sollen. Na gut, dann machen wir das nicht. Da ist Feind. Wo kann ich den hier spawnen als nächstes? Ich kann. Freya Main Aim Station. Kann ich hier irgendwo, wo es schöner ist? Ne, dann möchte ich.
Reinforcement needed. Ach ja, das, ach, sowas gibt es jetzt auch. Ja, seht ihr hier lustige, lustige praktische Features, die sie jetzt da zugeführt haben. Also das Spiel hat sich schon ein bisschen verbessert. Kann man ja nicht anders sagen. Also ich habe jetzt, auch, wie gesagt, ich habe nicht vorher großartig recherchiert. Also ich würde mir nie trauen, ich würde mir nie trauen, hier so einen richtigen Rückblick zu machen, weil da müsste ich ja vorher Fakten nachlesen. So, das Spiel hat sich gefangen, sehr schön. Soll wahrscheinlich den nächsten neuen Kontinent geben, wenn ich das richtig interpretiert habe. Die hatten ja sowieso eine Roadmap bis 2000. Ah. Das Ding ist, wenn ich anvisiere, habe ich eine viel geringere Empfindlichkeit. Ob hier noch irgendjemand durchrennen würde, mir den Gefallen tut? Ich würde sagen mal. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas. Oh doch, ich habe einen Critical Kill Assist Bonus. Ja, ich bräuchte auch mal einen Medic, Freunde, aber. Verdammt, das hat nicht gereicht. Oh Mann. Ist total irritiert, dass es das näher anvisiert. Das, wenn ich näher anvisiere, dass ich dann langsamer zoome, was eigentlich voll Sinn macht. Das habe ich extra so eingestellt, das weiß ich noch. Das ist schon wieder, das war Ewigkeiten her, aber das habe ich mir selber so gewünscht. Das einzige Problem, was daran irritierend ist, ist halt, naja, so wie es halt ist. So, aber das hat mir jetzt gerade nicht so gefallen, wo ich hier gerade gespawnt bin. Gibt es hier nicht irgendwo, was könnte man noch sein? Ich sage, mag ich diesen Schneekontinent auch nicht so besonders. Ich glaube, ich wurde irgendwann mal vor langer Zeit, wo ich noch Planet Zeit so halbwegs regelmäßig gemacht habe, beziehungsweise öfter mal Planet Zeit gemacht habe, da wurde ich irgendwann mal gefragt, ob ich, wo ich dann aufgehört habe. Ja, Planet Zeit ist so eine Sache, also, ich weiß nicht, also auf Dauer finde ich Planet Zeit zum Zeigen zumindest langweilig. Das ist eher so ein Selberspielspiel, finde ich. Ich bin doof. Ich kann mich unsichtbar machen, das ist ja manchmal viel wert. Das haben, ich glaube, die Stationen hier haben sie auch leicht geändert. Wie gesagt, ich bin eigentlich genauso ahnungslos wie ihr. Ich möchte eigentlich nur ein wenig Gameplay zeigen und das da drüben, ach, Spot. Ja, da kann ich wohl nicht gegen viel machen, gegen das Galaxy-Dingsbums. Aber es sieht immer so aus, als würde es hier Lust die Luftabwehr geben. So, schauen wir doch mal einfach mal. Ja, ich habe einen feindlichen Panzer gesehen da hinten. Oh, fuck. Ah, ich muss mich vor allem erst ein bisschen dran gewöhnen, dass man hier relativ vorsichtig sein muss und dass man sich hier nicht Battlefield-artig hinlegen kann. Was haben wir da hinten? Das sieht aus, als wäre da ein... Oha. Das wäre da ein lustiger Trupp abgesprungen. Wahrscheinlich aus der Galaxy von ihm. Das sah auf nach einer Badass-Kommando-Aktion aus. Zumindest stelle ich es mir gerade so vor, was die gemacht haben. Wenn da immer so viele Leute auf dem Dach sind, könnte ich mir schon vorstellen, dass da ein bisschen mehr war. Ich hoffe, wie tief es hier nicht geht. Ja, der ist leider tot, verdammt. Aua, ich bin auch tot. Wie, die Skyguard hat mich platt gemacht. Das finde ich nicht okay. Jetzt werde ich hier angeschrieben von irgendwelchen Leuten. Mit einem Miau, das ist ja ekelhaft. Was, ne? Ich kann meinen Skype noch lautlos machen. Da ist mir ein bisschen leid. So, wir wollen mal Medic werden. Vielleicht wird das ja mehr. Was hatte ich denn hier? Combat Medic, Night Vision, Mid Medic? Ach, keine Ahnung. Ich glaube, der Mid Distance Medic wäre jetzt wahrscheinlich am besten geeignet, aber ich habe keine Ahnung mehr, was meine ganzen Presets hier waren. Ah. Ja, wie gesagt, es gab mal eine Zeit, wo ich mehr Planet Zeit gespielt habe. Bisschen. Ah, doch, es brechen die Frames mal ein bisschen ein. Das stört beim Spielen. Nee, der ist immer noch tot. Ist das nicht der Typ von vorhin? Aua! Da konnte ich mich nicht irgendwie selber heilen. Genau, ich konnte mich selber heilen. Mit F. Uah. So, bin ich mal sehr gespannt, ob ich hier vielleicht irgendwo mal ein bisschen im Nahkampf gehen kann. So, ob ich hier irgendjemanden finden kann, den ich heilen kann, aber... Kann. Aber es scheint ein bisschen so... Oh, verdammt, das ist ein Kumpel. Ich war's nicht. Na. Oh. So, mal gucken, ob ich jetzt hier Kollege Schnürschuh wieder aufheben kann. Obwohl ich irgendwie an, dass er es nicht möchte. Waffe gesperrt haben ist auf jeden Fall richtig, richtig toll, so... Wahrscheinlich rechnen die auch alle damit, dass ich Medic voll geupgradet hätte, so dass ich Leute quasi voll neben wiederbelebe, aber nicht mit mir, Freunde. Naja, danke mir mal, das ist ja nett. Anscheinend spielt diese Tage keiner mehr Medic. Kann ich gar nicht nachvollziehen. Oh, Gegner. Ach, ich habe ja eine Heilgranate, weil ich wollte da gerade eine Granate reinwerfen, was ja wirklich das Beste wäre, aber... Ah, ich wollte gerade sagen, sind die so stumpf, dass sie da einfach nur dumm rumstehen und ich kann da volles mit rein. Was, mit einem Granatwerfer? Ah, das machen die immer noch. Ah, oder, guck mal, da will der mich wiederbeleben. Macht das da einer? Ich habe es gerade nicht richtig gesehen. Es wäre voll nett, wenn mich jemand wiederbeleben würde. Wenn ich deploy ich halt neu in ein paar Sekunden. Ne, mich würde niemand wiederbeleben. Spielt anscheinend keiner mehr Medic diese Tage. Was habe ich hier gerade gefragt? Also, gerade nebenbei sind LoL Championships, ob ich einen heimlichen Favoriten habe. Puh. Ne, das ist ein Freund. Die Festung hier übrigens von dieser Struktur, das kenne ich ja noch gar nicht so. Das kommt mir alles gerade so ein bisschen komisch vor. Aber das gibt sich sicherlich leichter. Das Ding ist auch hier bei Planet Zeit, man ist hier immer so ein bisschen... Bei so vielen Leuten ist man so schnell tot. Aber ich könnte hier einfach mal Umgebungsheal anmachen. Vielleicht bringt das ja was. Naja, da sehen wir schon die Leute mit ihren tollen Kommandohüten hier. Alle ganz cool sind so mit ihren Hüten. Da vorne ist der böse Feind.
Du belebst hier nichts wieder. Ich habe ja noch eine Wiederbelebungsgranate, aber die werde ich jetzt garantiert nicht auf Exterminator Panzercookie aufwerfen. Wenn ich vorhin von einer Granate getötet wurde, oh, das ist ja einer von unseren. Ach, verdammt. Ach, es tut mir immer so leid, auf meine eigenen Leute zu schießen. Ich bin einfach nur schlecht in vollen Feinderkennung. Das letzte Mal, wo ich gespielt habe. So, aber greifen wir hier eigentlich an oder verteidigen wir die Bude? Verdammt. das letzte Mal, wo ich hier gespielt habe, da sahen alle Leute noch. Ach, verdammt, ich bin eingekriegt. Sahen alle Leute noch sehr gleich und seitdem hat sich irgendwie ein bisschen was geändert. Ich glaube, das ist übrigens immer noch die Medic-Standardwaffe, die ich hier benutze, oder? Ist das hier schon eine andere? Ne, die T1 Cycler ist, glaube ich. Ja, genau. Ich hatte nämlich, wo ich mich eingeloggt habe, habe ich 450 Certs. Und ich frage mich gerade, ob Vergangenheits-Burnout. Oh, danke. Ob Vergangenheits-Burnout vielleicht die tolle Idee hatte, sich. Nein, sich irgendeine tolle Waffe zu leisten für die Kohle, aber. Ich weiß es wirklich nicht. Und deswegen habe ich jetzt gerade mein ganzes Zeug irgendwie in verschiedene Waffen. Wie hat der mich eigentlich wiederbelebt? Hat der mir eine Granate in den Kopf geworfen? Na, besten Dank aber auch. Ich würde mal fast Schluss machen, wir verteidigen die Bude hier. Einfach auch aufgrund der Tatsache, dass hier irgendwie ganz schön viel Kampf ist. Aber dieses Reinforcement needed ist eigentlich ziemlich geil. Ich weiß bloß nicht, wer die Reinforcements anfordert, also die Verstärkung. Auf jeden Fall ist das schon deswegen eigentlich ganz nett, weil dadurch wird eigentlich mehr oder weniger sichergestellt, dass man eigentlich immer in der Nähe von Gefecht spawnt. Weil das ist ja so einer der Nachteile von Blendezeit, die naheliegend sind, dass man, wenn man im Gefecht spawnt, beziehungsweise, Quatsch, wenn man halt kämpfen will, und dann ist das, dann spawnt man halt irgendwo nirgendwo und muss erstmal 500 Meter Raumschiff fliegen, um irgendwo überhaupt in den Kampf zu kommen. Da ist es ein bisschen tot, in den Antepersonell-Tot ist das. Da tut uns ja zum Glück an sich nichts. Da sind schon wenig Leute hier. Ich ahne, dass hier gleich jemand um die Ecke leckt, nämlich tot. Dann kann ich ja nicht schneller rennen als er. Na egal. Wahrscheinlich kommt auch gleich einer rechts vom Hügel rüber und ich versuche die ganze Zeit, mich an der Hauswand lang zu schleichen. Ah ne, mein Kumpel denkt genauso. Der MDX Downhammer oder wie auch immer. Ich konnte den Namen gerade nicht lesen. Ich habe bis aufgefallen, ich habe Schwierigkeiten bei. Oh. Warte, ich heile erstmal Kollege Schnurschuh hier. Das findet er sicherlich auch total super. Der ist schon geheilt. Na gut. Dann heilen wir Kollege Schnurschuh nicht mehr. Dann heben wir mal Mox Daumer mal wieder auf. Den haben wir ja vorhin. Ah, komm, willst du, Kollege? Ah, Kollege, ich bring dich wieder ganz nach oben. Ich halte dich am Leben, Kollege. Gar kein Problem. Hoffen wir mal, dass hier ein bisschen Kameradschaft hier auch mal. Ach, fuck, von hinten. Ne, von da oben. Na, scheiße. Ich bin einfach zu langsam in diesem Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Dadurch, dass es hier gerade. Oh. Naja, das war dumm, Kollege. Das war richtig dumm. Mich dafür wieder zu nehmen. Von einer Frau auch noch. Gott. Nein, diese Schmach. Von einer Frau erschossen worden. Ich muss dazu sagen, dass dadurch, dass ich ja ab und zu mal ein paar leichte Frame-Einbrüche habe, also so unter 30 kommt das hier ab und zu mal, das ist ein bisschen nachzeitig. Gehen wir mal ganz woanders hin. Dadurch wird es auch ein bisschen schwierig, auf so Sachen zu reagieren. Das liegt das auch daran, dass ich hier gerade auf allerhöchste Details spiele. Ich glaube, Anti-Aliasing. Oh, jetzt sieht das. Jetzt kommt das Leben gar nicht nochmal, oder? Nee, doch nicht. Oh ja, da haben wir wieder Frame-Einbrüche, wenn man irgendwie neu ist. Na gut. Also, den Schlachtort sollte man vielleicht nie vergessen. Ich könnte ja mal Anti-Aliasing ausmachen, wenn ich das überhaupt anhab. Habe ich Anti-Aliasing? GPU-Partikel-Quality. Ach komm, machen wir mal High. Ach, scheiße, das kleine Hüster, das werde ich auf jeden Fall nicht tun. Render-Quality. Wir können ja mal das hier auf dem Laptop gespielt, wo ich das erstmal blinde Zeit. Ich weiß nicht so richtig, was Render-Quality macht. Das sieht einfach nur unscharf aus und irgendwie komisch und es bringt keine Leistung. Kein bisschen, also es ruckelt eher noch mehr als vorher. Ich weiß wirklich nicht, was so richtig minus bei meinen alten Dings hat das was gebracht. Ja, die Maus sieht ja so komisch aus, fällt mir gerade wieder ein. Tut mir ein bisschen leid, was haben wir hier noch? Motion Blur, Partikels. Ja, ich spiele relativ. Ach, Vollscreen Window, daran könnte es vielleicht auch ein bisschen liegen. Aber das Ding ist, ich tappe eigentlich gerne aus Spielen raus. Das einzige Problem ist, in Planetside geht das so oder so nicht so gut. Weil zumindest bei mir. Ach, jetzt sind wir wieder hier, wo sie so Dauerfeuer Ungeheuer machen. Ich müsste ich Angie sein, wahrscheinlich, um mir Leute vernünftig heilen zu können. Jetzt bin ich wieder hier. Ja, hier war eigentlich langweilig. Also, es ist natürlich auch eine wichtige Aufgabe, da auf diesen einen Punkt da volles mit Dauerfeuer drauf zu halten, aber. Aber ehrlich gesagt, ich finde, das ist nicht so die. Ach, scheiße. Ich habe mal noch welche lustigen Kill-Assists. Ah. Warte mal, wenn ich hier vielleicht als Sniper nochmal reingehe, vielleicht kann ich da nochmal was reißen. Obwohl, eigentlich, wenn hier jetzt Sniper was reißen muss, müsste ich eigentlich eher. Wo ist denn das hier? Die kommen von da oben. Da müsste ich eigentlich. Kann ich da spawnen? Ja, da kann ich spawnen. Wunderprächtig. Dann gehen wir hier mal als Schafe zu rein. Das ist das. Ich habe nämlich zwei Sniper. Einmal das Standard-Sniper, das ist absoluter Rotz. Und dann gibt es 250 gleich das erste Sniper. Zumindest war es damals gut. Das hier so ein Einschussding, das ist irgendwie deutlich solider. Also wenn ich jetzt irgendwie noch so ein Buggy mehr bestellen könnte, wäre es, glaube ich, noch besser. Wie komme ich denn überhaupt raus? Das sieht ja alles so seltsam aus. Ein Flash. Ach, den siehst du, den Harrisser gibt es ja auch noch. Den. Was war jetzt? Ja, mein. Der habe ich ja lustigerweise so eine Kanone dran, ne? Die ich mir nie gekauft habe. Ich habe nämlich tatsächlich mal Blendezeit Geld ausgegeben.
Zwar habe ich nur 10 Euro, aber immerhin habe ich Geld dafür ausgegeben für das Spiel. Was im Anbetracht der Tatsache, wie lange ich das schon gespielt habe, eigentlich auch gar nicht so wenig war. Zu viel. Ach. War das nicht früher mein Einmannfahrzeug? Ist ja auch egal. So, warte, wir müssen mal kurz ein bisschen gucken, ob das hier mein Aufgabenplan. Genau, jetzt fahren wir nämlich schön zur North Station. Beziehungsweise ich werde jetzt gleich mal mein Auto dekonstrukten, wenn das hier so klappt, wie ich denke. Wie weit sind wir denn hier? Ah, das sollte hier eigentlich gut sein. Aber da drüben sehe ich auf jeden Fall schon das feindliche Dingens. Ging das hier nicht irgendwo? Safe and Exit? Wiggle Management? Kommt man das nicht irgendwo dekonstrukten? War eigentlich mal so ein Knopf. Boah, vielleicht Bild auf. Video Capture started? Was? Nee, das machen wir schön. Video Capture stop. Ich weiß nicht, ob was er Video Capture, aber dass das Spiel eine eingebaute Funktion hat. Na, scheiße. Jetzt, vor allem gerade jetzt, wo ich da vor oben Feind gesehen habe, den ich jetzt locker hätte flockig assassinieren können. Oh, die Unsichtbarkeit hätte richtig lange. So, er fällt aber gerade ein. Ich habe doch damals... Ja. So. Gucken wir nochmal, wer hat mich denn hier angeschossen, welche Sache. Sau. Warte mal, was ist er denn da? Oh, was? Ich muss kein mehr draufhalten? Scheiße. Wo denn? Und wie denn? Verdammt. Das Sniper hören sich auch gegenseitig, ne? Ich hab keine Ahnung mehr, wo das war, ne? Da hinten ist... Ja, natürlich! Oh Gott. Wo die wieder alle her... Was? Hä, hey, jetzt steht doch jemand neben mir? Oh, ist das lächerlich. Na gut, das funktioniert... Da war ich. Mhm. Machen die denn da? Hätte ich wahrscheinlich... Ich hätte das klüger angehen müssen, so wie es ausschaut. Na gut, Buggy anfordern ist dann wohl die nächsten paar Minuten nicht mehr drin. Das ist natürlich sehr schade. Ah, das war der... Dabei war der Plan so gut. Ich habe mir so viel dabei gedacht. Um was schwereren fahren ist, glaube ich, auch Quatsch. Wenn ich hier einfach nur auf die Mauer springe, ist wahrscheinlich auch nicht so... aua. Hm, diese tollkühnen Piloten. Ja, Fliegen in Planetside wäre auch sowas gewesen, was ich gerne mal beherrscht hätte, aber... da bin ich leider nie zugekommen. Schauen wir nochmal, ob ich vielleicht mich irgendwie hier rum infiltrieren kann. Ich kann mich erinnern, dass ich das mir auch mal irgendwann mal vorgenommen hatte, das irgendwie mal zur Perfektion zu bringen, mich irgendwie hinter feindlichen Linien zu schleichen und Leute abzuknallen. Aber das Ding ist... Daraus ist nie so richtig was geworden. Übrigens diese komischen Heildinger hier, die... Das dachte ich ja nicht mal, die früher, die wären auf jeden Fall super toll. Aber, ist das da vorne Feind? Nein. Hier, da hinten ist aber Feind. Da auf dem Hügel. So, dann muss man mal gucken, ob wir hier irgendwie Feind treffen. Natürlich! Was zur... Also ich finde es übrigens immer wieder erstaunlich. Ja, wo stand der denn bitte schon mit seiner Blitz-CD? Also ich finde es wirklich erstaunlich, wie Leute mich mit einem Schnellfeuergewehr aus der Entfernung noch erschießen können. Also vor allen Dingen so zielsicher und vor allen Dingen so schnell. Wenn ich das gewesen wäre, wäre das in 1000 Jahren nichts geworden. Also das ist wirklich sehr seltsam, wie manche Leute treffen und ich nicht. Also ich denke mal, es gibt noch ein paar Tricks im Planet, wenn man das öfter spielt, dass man irgendwie ein bisschen besser mit klarkommt und nicht hier so rumnoobt wie ich. Das ist ja auch so ein großes Ding, wenn man Spiele halt lange nicht spielt, dann hat der einfach nicht mehr die Beherrschung drin. Ah, trotzdem, wo stand der Typ denn bitte schnell? Also entweder stand irgendwo in einem Hügel, wo ich nicht gesehen habe. Meine oben... Meine oben auf einen Hügel zu stehen, ist natürlich auch mal wieder gut. Ich denke mal, das war der da. Das nächste Problem ist auch dadurch, dass ich hier nicht so eine One-Shot-Wonder-Knift habe. Ich glaube, weiß gar nicht, ob die höheren Stufen überhaupt noch so viel signifikant mehr Schaden machen, dass man jemanden immer gut töten kann. Ich glaube, man muss nämlich... Da bin ich mal sehr gespannt, ob hier irgendwo jemand gleich mit rumballert. Ja, lass mal nach. Aber ich glaube nicht, dass es... Warte mal, da vorne wurde gerade einiges gespottet. Immer. Direkt vor mir auf den Hügel da. Ne, das ist wahrscheinlich der Flieger, wa? Spotten kann ich auch nicht, wenn ich unsichtbar bin. Warte mal, konnte ich nicht irgendwann mal so eine komischen... Ah, genau, ich konnte nämlich... Machen wir das nochmal. Oder hier rennen noch andere... Warte mal, das... Mir fällt gerade wieder, die Infiltrator konnten ja nicht nur ein Scharfschützengewehr haben, die können ja auch so ein leichtes SMG haben, was wahrscheinlich gerade bei dem Einsatz hier auch irgendwie cooler wäre. Also gerade, wenn man hier irgendwie versucht, feindliche Sniper auf den Hügeln auszulöschen. Ich denke mal, damit machen die mich die ganze Zeit fertig, die komischen Typen. Schleichen sie unsichtbar an mich ran. Warte mal, da hinten haben wir noch einen. Oh. Der muss sich auch in dem Moment bewegen, in dem ich hier entscheide, dass ich doch mal auf ihn schießen möchte. Ach, ist das ein großes Ding. Ja, versuchen wir mal die Pistole. Die habe ich mir auch noch für 250 geleistet. Die ist kein Stück besser als die andere, glaube ich. Außer, dass die wirklich einen leicht anderen Feuermodus hat und ich den Schall einfach aufgeschraubt habe. Der übrigens verdammt teuer war und den Kauf bereue ich jetzt schon. Wo ist denn der Typ jetzt hin? Verdammt. Äh.
Boah, wie ich so offensichtlich daneben geschossen habe, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich hoffe, der Typ hat das nicht mitgekriegt, dass ich auf ihn geschossen habe. Da vorne ist mir noch ein Kumpel und der wird doch hoffentlich genügend von mir ablenken können. Ja, wieder unsichtbar. Ja, ich glaube, hoffentlich der Kumpel hat es gerade geschafft, weil ich bin nämlich zu doof hier und ich... Hoho, ein Kill! Mein erster des Tages, glaube ich. Die scheigedämpfte Pistole, meine Freunde. Die scheigedämpfte Pistole. You killed GM Paco. Was? GM? Habe ich jetzt wirklich einen GM getötet? Na, ich weiß nicht. Ich bezweifle eher, aber dass das so ist, aber... Ich meine, jeder kann sich GM Paco nennen. Ich weiß, dass hier GMs ab und zu mal rumrennen sollen. Aber eigentlich sind die unsterblich, insofern... Ist, glaube ich, Oder waren GMs unsterblich? Zumindest das, wo ich das erste Mal davon gehört habe, dass hier ab und zu mal GMs rumrennen, wenn irgendwie was... Ja, das finde ich mal ein bisschen unlogisch eigentlich. Das steht da schon noch einer ziemlichen Entfernung. Er hat hier so ein... Was ist denn das? Eine Schnellfeuerpistole und kann so genau treffen aus der Hüfte. Naja, wahrscheinlich hat er nicht aus der Hüfte getroffen, aber trotzdem. Also das finde ich ein bisschen komisch. Das entwertet, finde ich, den Scharfschützen noch so ein bisschen. Ich meine, ich habe schon einen Schuss knipst und dann wenn ich einmal versiebe, was bei mir jetzt nicht so wahrscheinlich ist. Wahrscheinlich gibt es irgendwelche Superhelden, die da einfach nur einmal kurz zucken und dann können die alles umnieten, aber das bin ich leider nicht. Und dann finde ich, bin ich mit so einer. Das finde ich. Oh, Kack. Oh, was kritisch? Der Spruch ist aber auch nur. Den gab es früher nicht. Ja, ich bin jetzt leider nur ein bisschen gegen Infanterie ausgerüstet. Aber ich sehe gerade auf dem Tacho. Das ist ja quasi schon vorbei, das Elend. Also, ich bin eigentlich schon über der Zeit drüber. Ich wollte ja auf jeden Fall noch einen Killer haben. Den haben wir. Wir haben GM Paco getötet. Der Top-Typ ist das. Finde ich sehr freundlich, dass er in die falsche Richtung geguckt hat, als wir ihn niederschießen konnten. So, was ist denn jetzt hier mit diesem Schildgenerator? Kann ich hier was tun? Ich soll ihn defenden. Ist hier wahrscheinlich. Oh. Dann ist hier wahrscheinlich gleich richtig viel Feind. Wie, das war der Typ, der vor mir stand? Schon wieder dieses Blitz-GD-Ding. Das scheint irgendwie gut zu sein. Naja, wie dem auch sei. Ja, danke zum Zuschauen. Wenn ich da mal wieder Spiele anschaue, die ich nicht so oft spiele. Mal sehen. Bis dann. Also bis dann zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss und winke, winke.